1 Fußball. Ein Genuss mit Becks. Am 14.08.1992, liebe Zuschauer, haben wir hier aus diesem Studio zum ersten Mal unser Format Ransat 1 Fußball vorgestellt. Es waren 5 Jahre von Emotionen, Spannung und Dramatik. Auch für uns 5 Jahre mit Typen, Toren und ganz besonderen Geschichten. Zum Beispiel Titelverteidiger gegen Aufsteiger, Stars gegen Sternchen oder Megamänner gegen Nobodies. Also es war viel dabei. Faszinierende Duelle um die Meisterschaft, daran können wir uns erinnern. Tolle Spiele um den UEFA Cup, die haben wir auch übertragen. Und tränenreiche Abstiegsduelle. Ich erinnere mich noch an Leverkusen und Kaiserslautern. Das war unvergesslich. Die besten Szenen aus 5 Jahren ran haben wir in 60 Minuten zusammengefasst. Dazu ein Blick ins Nervenzentrum der Bundesliga, auch ein Blick ins Nervenzentrum von ran. Die wichtigsten Spiele, die schönsten Tore und natürlich die lustigsten Pannen. Davon gab es auch einige. Und einige Interviews, die unfreiwillig komisch waren. Lehnen Sie sich gemütlich zurück, haben Sie ein bisschen Spaß. Es ist einiges dabei. 5 Jahre ran und wir waren immer ganz nah dran. 5 Jahre Fußball in Sat.1. Bunt, modern und fast immer perfekt. Leitung ist weg. Ich weiß nicht, ob wir schon drauf sind. Leitung ist offensichtlich abgestürzt. Jetzt frage ich einmal in die Regie nach, ob die geplante nächste Leitung nach Kaiserslautern schon steht. Wir haben leider zurzeit keine Leitung. Wir müssen mit Werbung weitermachen. Tun wir gerne und gleich sehen wir uns wieder. Wir versuchen unser Möglichstes. Gewitter in Deutschland, irgendwo auf der Sendestrecke. Versuchen die Leitung natürlich wieder aufzubauen. Und wenn Sie wissen möchten, wie wir uns das eigentlich vorstellen, so ungefähr. Das Spiel war vorbei. Es blieb beim 0:3 hier im Duisburger Wedau-Stadion. Und damit zurück nach Hamburg. War das heute ein Spaziergang oder war da ein bisschen mehr spielerische Leistung zu sehen beim FC Bayern München? Wie würden Sie das werten, Uli Hoeneß? Also zunächst muss ich mal sagen, dass wir nicht 3:0 gewonnen haben, sondern 4:0. Denn Christian Ziege hat in der letzten Minute noch ein Tor geschossen. Da haben wir es zum Beispiel, da können wir es mal lesen, muss ich umdrehen, schmeißt den Bobisch rausstand, da unwürdig für einen Nationalspieler. Ich habe ein bisschen schlechte Augen, deswegen kann ich es auf dem Monitor ganz schlecht erkennen. Auf alle Fälle noch geschmacklos. Wäre der Karlsruher SC in der nächsten Runde aufgrund des 7:0 ein Wunschgegner oder ein Angstgegner? Karlsruhe, unser Wunschgegner. Wir sind im Pokal der Pokalsieger, also wir können ihn auf Karlsruhe treffen. Entschuldigung, alles klar. Ich höre Kaiserslautern, ist da, wir machen weiter mit Kaiserslautern. A la bonne heure, Kaiserslautern ist da, dann können wir versuchen. So schön kann Fernsehen sein. Die Kommission wird in einigen Minuten ihre Beratungen wieder aufnehmen. Wann ist mit einer Entscheidung zu... Wann können wir mit einer Entscheidung... Das ist sehr schwer zu sagen. Wir lernen jede Woche neue Protagonisten der Middendorpschen Fußballinszenierung kennen. Das ist ein krachender Scheinwerfer. Offensichtlich immer reserviert für meine Sendung. Aber wir machen einfach mal weiter. Drehen das Ding. Erstes Saisontor. Und jetzt der Riesenjubel. Ach nee, da habe ich ins falsche Regal gepackt. Dortmund hatte 2 Knackpunkte, der frühe Gegentreffer und der vergebene Elfer. Zurück nach Hamburg. So, da sind wir schon wieder. Siehst du wohl, so schnell kann das gehen. Noch ist der Kuchen nicht ganz gegessen. Franz Beckenbauer also. Du alles, du bist nervös. Geht schon, geht schon. Du alles, du bist nervös. Johannes, du bist nervös. Geht schon. Dort, wo der Ball ist, sind auch wir. Die Bundesliga in Ran. Beste Sicht auf alle Plätze. Wir haben uns damals natürlich ziemlich hohe Ansprüche gestellt in Sachen Technik, aber auch in Sachen redaktioneller Qualität. Das gilt nach wie vor. Stillstand ist Rückstand. Wir wollen mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen wagen, was hier so los ist, wenn die Fußball-Bundesliga spielt. Hallo Reinhold, hier ist Thomas im Volksparkstadion. Hallo Thomas, wie willst du denn einsteigen technisch, damit wir uns da nicht was gegenseitig wegnehmen? Ja, müsste ich mal so überlegen, so von wegen, die Kleinen haben es vorgemacht oder also nicht ganz so platt.
Der Dispatcherraum, das Herzstück von RAN. Hier entgeht uns nichts. Hier haben wir die Bundesliga voll im Griff. Rudi, der graue Wolf, hat zugebissen. Ganz dicht dran an der Liga, der permanente Draht in die Stadien. Je besser ein Spiel, desto länger der Bericht in RAN. Hier sind wir also im Nervenzentrum von RAN Sat 1 Fußball. Das ist der Dispatcherraum. Hier schwitzen wir drin, unsere Reporter draußen ohnehin, wenn es heißt, am Wochenende analytisch wie auch unterhalten zu kommentieren. Ein bisschen eingerostet, oder? Weltklasse, Mario Basler. Und der legte den Turbo ein, unwiderstehlich, mit einem Antritt, der seinesgleichen sucht. Ein unglaubliches Solo. Wer so schön fliegen will, der muss zunächst mal landen können. Georg Koch. Und dann nochmal Oli Kahn. Er packt den Österreicher an Schlawittchen und schüttelt ihn derart durch, dass er sich eher verhalten beim Torwart beschwert. Aber gönnen wir uns nochmal den Blick auf den wilden Olli. Dem wächst ja eine Tellerlippe vor Wut. Stellen Sie sich mal vor, so einer begegnet Ihnen im Wald. Na, da muss einer den Stecker rausgezogen haben bei Thomas Linke. Der war plötzlich ohne Strom. Slapstick pur. Neben fachlichen Analysen blicken wir natürlich auch auf die kleinen Randgeschichten, die den Fußball so liebenswert machen. RAN, einfach mehr Freude an der Bundesliga. Ich glaube, wenn der sich nachher auf der Heizung setzt, dann kann er sich mit dem Hammer ausziehen. Ein geiles Tor. Es ist natürlich viel geschrieben worden über Sinn und unseren unserer Datenabteilung. Im amerikanischen Sport gehört sowas seit Jahren dazu. Aber inzwischen melden sich immer mehr Trainer der Fußball-Bundesliga, wollen informiert werden, wollen hineinschauen in unsere Datenbank. Und für uns, wir können viel besser nachfragen, wenn es heißt, wir reden über Fußball. In jedem Stadion sind wir mit unseren Computern unterwegs. Die perfekte Analyse. So können wir die Schwächen der Mannschaften und natürlich auch die Stärken der Spieler richtig einordnen. Unsere RAN-Datenbank. Wichtige Erkenntnisse für eine faire Berichterstattung. Sieht eigentlich aus wie daheim zu Hause von dem Hauscomputer, aber das hier ist unsere Rolls-Royce-Abteilung von RAN Sat 1 Fußball, unsere Grafik. Das ist Klaus, unser Chefgrafiker, entwirft immer diese herrlichen Vorspänne und diese Zwischenbilder, denn Fernsehen muss wie Fußball sein. Bunt, ästhetisch und raffiniert. Tatort Bundesliga. Der Kampf der Superstars. Matthias Sammer gegen Mario Basler. Das Motto war klar. Eine Frage der Ehre. Jetzt Basler. Sammer ohne Deckung. Ein feiner Kampf. Los, ran Mario. Links, rechts, ans Kinn, voll auf die Glocke. Oh, noch einer. Die Saison 92-93. Mal herzlich, häufig schmerzlich, fast immer trefflich und nur was für richtige Männer. Die Bundesliga, hohe Schule für Ballkünstler, Luftakrobaten und Jongleure. Und immer mit dem Blick auf das Wesentliche. Dann der Hauptdarsteller ausführlich zu besichtigen. So also dreht sie sich, die Pille für den Mann. Die Stars von heute, 1992. Waren sie noch zarte Teenager? Heute sind sie hartgesottene Fußballprofis. Nur die Gesten sind immer noch die gleichen. Die erste RAN-Samstagabendsendung. Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Sie haben einen schicken Trainingsanzug an, sehe ich gerade. Eine tolle Mütze. Tragen Sie das, weil die Aufkleber so nett sind? Oder? Ich dachte, wir wollten über Fußball sprechen. Zum Beispiel über einen Wirbelwind im Wildpark. Sergej Kiriakow dribbelte sich in die Herzen der Zuschauer und den KSC aus dem Mittelmaß. Sie sind trotzdem noch gewillt, zum Abschluss meine Frage vom Anfang zu beantworten, warum Sie so einen netten Trainingsanzug anziehen? Warum soll ich ihn nicht anziehen? Soll ich ihn nackend rumlaufen oder was soll ich anziehen? Auf keinen Fall schwarz, denn das bringt Ärger. Ich habe ihm kein Geld weggenommen,
Ich habe ihn nicht irgendwo eine Ehefrau ausgespannt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er uns bestraft. Wenn der Schiedsrichter so einen Scheiß pfeift, wie er zum Teil gepfiffen hat, da muss ich mich halt aufregen. Dass so ein Mann kein Bundesligaspiel pfeifen kann, der ist der Sache überhaupt nicht gewachsen. Der ist also ein Luscher. Jede Woche werden 100.000 Jugendspiele gepfiffen. Wieso pfeift er in einem Olympiastadion? Da gehört er nicht hin, der gehört in eine Jugendmannschaft, wo er Jugendspiele pfeifen kann. Aber Franz, kein Grund, sich aufzuregen. Lothar war doch wieder zurück aus Italien. Ein unglaubliches Tor, ein gelungenes Comeback und danach ab ins Panissimo-Studio. Betty Vogts, haben Sie noch Stefan Effenberg was mitzuteilen? Ja, er soll vor allen Dingen früh schlafen gehen, ja. Fehlt eigentlich nur noch der Tipp, Stefan, von Ihnen für Lothar Matthäus in Sachen Bayern München. Worauf muss Lothar jetzt achten? Er soll früh schlafen gehen. Welcome to Germany. Ein Ami verzückt die Bundesliga. Hat schöne blaue Augen. Ja? Ja. Erik Wienalder, Goalgetter beim 1. FC Saarbrücken. Er lockte die weiblichen Fans in die Stadien. Den Abstieg konnte aber auch der Sunnyboy nicht verhindern. Chaostag in Saarbrücken. Trainer Peter Neururer. Im Saarland kam er zum Schluss nicht mehr gut an. Und wie war Peter Neururer als Fußballspieler? Filigrantechniker oder Grobtechniker? Ja, ich habe mal irgendwo diesen lustig gemeinen Spruch gemacht. Ich habe mich warm gemacht wie Diego Maradona und gespielt habe ich nachher wie Katze Schwarzenbeck. Der große Zampano war in Frankfurt. Und dann kommt das Ganze. Dragoslav Stepanovic, ein Zeuge Jeboas. Antoni Jeboa, 20 Tore in einer Saison. Torschützenkönig zusammen mit Ulf Kirsten. Und jedes Tor ein Treffer gegen die Fremdenfeindlichkeit. Trotz Jeboa, in Frankfurt gab es keine Eintracht. Steppi und Hölzenbein. Eine Freundschaft blieb mit dem Erfolg auf der Strecke. Es hat schon bösen Knacks gegeben und ich sage ja, ich habe nach wie vor keine Probleme mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir reden miteinander, wir geben uns die Hand, wir trinken auch meinetwegen ein Bier zusammen, aber die Freundschaft ist vorbei. Wir wollen und wir wünschen nur eins, Eintracht Erfolg. Nicht Ohms, nicht Hölzemann, nicht Stepanovic, nur Eintracht. Und genau deshalb musste Steppi gehen. Sein Nachfolger Horst Hese. Er zeigt ein Herz für Ausländer. Allerdings waren 4 einer zu viel. Spiel gewonnen und doch verloren. Fußballlatein. Adamczuk ist Fußballdeutscher. Der Slovenovic, Komlenjenovic ist ist Deutscher, der kann spielen. Und, also für mich etwas kompliziert gewesen. Und ich hatte mich da auf Tom Rath verlassen. Und wie gesagt, das ist in die Hose gegangen. Die Unabsteigbaren, das Unwort des Jahres in Bochum. Am Ende wurde der VfL Drittletzter und stieg ab. Nach trüben und widerwärtigen Tagen eilet es sanften Glücks frohere Stunde herbei. Das Spiel vor dem Spiel. Bremen gegen Bayern. Rehagel gegen Ribbeck. Und wie immer nach einem Spitzenspiel gab es jede Menge Diskussionen. Wenn er da so hingeht, dann muss er immer. Läuft er in Gefahr. Ist dann weggeblieben. Ja, das muss man doch mal deutlich sagen. Ja, vielleicht bin ich blind. Wenn das Spiel vorbei ist, versuchen Sie die Trainer gegeneinander auszuspielen. Nee. Das läuft mit mir sowieso. Da muss ich jetzt gegenarbeiten. Und ich muss jetzt, wissen Sie was, ja? Ich muss jetzt zu meiner Mannschaft und der Erich auch. Okay, ihr seid so egoistisch und versucht uns hier vorzuführen. Also Erich Ribbeck hatte das Bedürfnis. Sind wir alt genug? Hatte nochmal das Bedürfnis, die Szene zu sehen, Otto Rehagel. Und das haben wir jetzt. Ich bin zufrieden jetzt. Ich habe gar keine Frage mehr gestellt. Eine offene Diskussion. Und die ging noch ein Weilchen weiter, allerdings ohne Otto. Der hatte genug mit seinem Mikrofon zu tun. Otto Rehagel, herzlichen Dank. Aber Otto war immer noch sprachlos und ging. Na gut, dann gehen wir jetzt zum Finale der Saison 92-93. Die Entscheidung um das Objekt der Begierde. Wie von Hitchcock inszeniert am letzten Spieltag. Bremen oder Bayern? Die Werder-Fans mit einem Ohr am Rohr. Denn in Bayern reichte ein Sieg auf Schalke zur Meisterschaft. Ingo Anderbrügges Hammer.
Der Anfang vom Ende des bayerischen Titeltraums. Und in Stuttgart schaffte Bremen das Werder-Wunder. 3:0 Sieg beim VfB. Bernd Hopsch, der Matchwinner, mit 2 Toren. Er brachte Otto Rehhagel völlig aus der Fassung. Die Meisterschale erst unendlich weit weg, nun unheimlich nah. Freude bei Werder und Frust bei den Bayern. Der Titel so greifbar nahe, jetzt unbegreiflich weit weg. Und in Bremen, da liefen die Drähte heiß. Hallo, hier ist der Olli. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin gerade im Übergang bei Sat.1 und die haben mich gerade freundlicherweise telefonieren lassen. Ich wollte euch nur mitteilen, dass das alles super geklappt hat und wir freuen uns natürlich, dass wir Deutscher Meister geworden sind, ist doch ganz klar. Und Bayern war Meister. Und das in einer ganz besonderen Saison. Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann. Am Anfang war die Eintracht. Frankfurt spielte zu Beginn der Saison 93-94 Fußball von einem anderen Stern. So, liebe Zuschauer, und jetzt, damit Sie keinen Herzkasper bekommen, stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Fernsehers lauter. Kommen Sie nah an den Monitor heran und genießen Sie. Es top. Folgt ein Top-Highlight. Okocha, hier ist er, Okocha. J.J. Okocha, immer noch. J.J. Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin. Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion, das haben wir seit Libuda nicht mehr erlebt. Das ist das Beste, was der Fußball bieten kann. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. J.J. Okocha und das Tor des Jahres. Eintracht Frankfurt, die Mannschaft der Stunde. Mit neuem Startrekord riskierte der Trainer schon mal schnell eine dicke Lippe. Letzte Woche nach dem 4:0 gegen Kaiserslautern schrie ganz Deutschland Bayern, Bayern, Bayern. Am Mittwoch haben die Münchner wohl Englisch gelernt. Das hört sich jetzt bye, bye Bayern an. Ja, ich könnte mir vorstellen, nach so einem Spiel ist es schwer, Rede und Antwort zu stehen. Aber so eine katastrophale Leistung der Bayern, vor allem in der ersten Halbzeit, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen? Das ist mein totaler Ernst, Herr Ribbeck. Dann brauche ich nicht mehr zu sagen. Sind Sie zufrieden? Natürlich bin ich nicht zufrieden. Man kann doch nicht zufrieden sein, wenn man verliert. Aber wir haben doch von den 90 Minuten, 85 Minuten auf ein Tor gespielt. Wir haben zwar 2:0 verloren, aber Sie können doch nicht sagen, dass wir katastrophal gespielt haben. War nicht nur mein Eindruck. Sie ja gut, wissen das, Sie haben den Vorteil, Sie haben sich mit allen Leuten unterhalten, sehr wahrscheinlich mit den 50.000 Zuschauern. Habe ich mich sicher nicht. Ja, gut. Aber so wird es wohl sein. Es kommen schwere jetzt Zeiten gehe ich auf in die Kabine. Es kommen ganz schwere Zeiten auf mich zu. Ja, aber ich gehe trotzdem in die Kabine zur Mannschaft. Einverstanden. Erich Ribbeck ging und nur kurze Zeit später wurde er gegangen. Und in München wünschte sich das Gefolge, Kaiser, bring uns den Schwung zurück. Auf Englisch heißt das. Bring the beat back.
Die Liga 1 Swingerclub. Wiedersehen mit dem blonden Engel. Bernd Schuster kam aus Spanien zurück, begeisterte mit solchen Toren und war immer gut drauf. Ich bin also restlos glücklich hier. Ist das hier ernst? Ja. Sorgenkind Nürnberg. Andreas Köpke wurde zur nationalen Schießbude der Liga und seine Schmerzen immer größer. Ja, weil mir schon der Rücken wehtut, vom Bälle aus dem Netz holen. Die Liga machte sich kurz bequem, um dann wieder richtig loszulegen. Selbst der Bundestrainer traf in Ranissimo. Jawohl! Ich glaube, wenn ich so Fußball gespielt hätte wie er, nur als Wadenbeißer, dann hätte ich mit 18 meine Schuhe verbrannt. Große Worte? Große Klappe. Der Frankfurter Adler stürzte nämlich ab. Und im Ran gab es das Angebot der Saison. Wenn dem Bernd Hölzenbein das nicht passt, was ich gesagt habe, dann muss er halt die Konsequenz ziehen und mich rausschmeißen. Gesagt, getan. In Frankfurt hört man eben auf seine Angestellten. Uli Stein musste gehen. Und mit ihm auch Klaus Toppmöller. Trainerentlassung bei der Eintracht. Und Trainerwünsche beim Aufsteiger 1860 München. Nach dem Werner Lorenz wäre mein Lieblingstrainer der Berger. Da weißt du, ich glaube, dass der ein bisschen blöd ist, der fährt mir da voll hinten drauf. Nach dem Knall, der Knaller des Jahres. Besondere Torheiten im Spiel Bayern gegen Nürnberg. Ecke, 24. Minute. Dann diese Szene, alles sieht da so ganz harmlos aus. Kein Mensch denkt irgendetwas Böses. Den Ball außen vorbei gespitzelt, Thomas Helmer. Und dann die Schrecksekunde, hier bei Andi Köpke. Schiedsrichter Ospas zeigt auf den Mittelpunkt, Tor für Bayern. Kein Mensch hat den Ball im Tor gesehen. Und Herr Ospas verließ sich auf seine Linienrichtung. Beim Fernsehen vertiefen wir uns in Augenblicke. Hier ist dieser Augenblick. Nie und nimmer war das ein Tor. Und wir können uns das gerne noch einmal angucken. Wir fahren das mal ganz schnell zurück. Wir werden den Ball nicht reinkriegen. Nürnbergs Protest gegen das Unentschieden war erfolgreich. Weniger das Wiederholungsspiel. Der Klub unterlag mit 0:5. Nach dem Phantomtor kam das Abstiegsgespenst und die Bayern waren wieder im Titelrennen. Zum vierten Mal hintereinander entscheidet sich es erst am letzten Spieltag, wer deutscher Meister wird. Bayern München oder der erste FC Kaiserslautern. Jetzt wird er enthüllt. Mal sehen, ob mich unser Requisiteur hier mächtig reingelegt hat. Hier hinter ist er versteckt. München im letzten Spiel, ausgerechnet gegen Schalke, gegen die sie vergangene Saison den Titel verspielten. Aber Lothar Matthäus zeigte, so etwas passiert dem Bayern nicht noch einmal. Schon gar nicht in München. Der erste FC Kaiserslautern spielte beim HSV und interessierte sich nur wenig für den Münchner Zwischenstand. Nach dem 3:1-Sieg der Dank an die Fans und die Spannung, wie würde Bayern spielen? In München setzte Jorginho gerade zum Meisterschuss an. Der Rest ist Geschichte. Musikstars in Ran und Ranissimo. Alle haben ein Herz für Fußball. Rod Stewart kickte früher in der zweiten englischen Division. Eros Ramazzotti, es gibt wohl keinen größeren Juve-Fan als ihn. Und Rudi Völlers Freund Bryan Adams. Aber auch andere waren am Mikrofon unvergessen. We'll be right back.
Die Saison 94-95. Szenen ganz nach dem Motto, voll im Fußballrausch. Viele Spiele, viele Tore, viele Geschichten, aber nur eine Frage. Was ist das eigentlich, eine Viererkette? Das stellen wir uns jetzt mal ganz dumm. Gut, wir spielen jetzt mit einer Viererabwehrkette. Ich spiele nicht mit einer Viererkette. Viererabwehrreihe. Kette, mit Libro, ohne Libro, je nachdem. Nee, das geht zu weit. Und dann auf einmal, wenn man 1, 2, 3... ...41, 42, 43, 44, 45, mindestens... Na, Sie müssen das etwas differenzieren. Wir spielen nur so ups und ups und 15, 30, 58 Game. So schwierig kann das doch nicht sein, oder? Dann stellen wir 1, 2, 3, 4 Fläschkes dahin, kommt ein Gegenspieler an und geht nicht durch. Kommen Sie mir doch nicht mit so einem Käse. Das ist so ewig dieselbe Leier. Die Geometrie des Erfolges. Wiedersehen in Dortmund mit Andreas Möller. Und der Wandel von einer, sagen wir mal, Mimose zum Malocher. Rückkehrer Thomas Hessler. Karlsruher Sportclub nur selten Grund zur Freude. Aber egal. Hauptsache, Icke war wieder da. Menschen, Tiere, Sensation. Tarnung Tiger, Stefan Effenberg, die erste Raubkatze der Liga. Dank Effe fauchte ganz Mönchengladbach jetzt. Ein Mister für die Bundesliga. Giovanni Fracatoni. So, jetzt werden wir mal. Kommen Sie ruhig. Wir haben ein bisschen was vor. Der erste italienische Trainer in der Bundesliga. Da war Musik drin. Das ist. Das fünfte brandenburgische Konzert mit Cembalo, Flöte und Violine. Wirklich. Ja, schwierig. Sie sind ein großer, wie wir wissen. Auf Ihr Zeichen. Okay? Rudi Völler von seiner Auslandsreise zurück für die Bundesliga. Tierisch gut. Rudi, der graue Wolf, hat zugebissen. Hier ist er, Rudi Völler. Rudi, und Sie fühlen einfach nur mal. Wer könnte das sein? Also kurze Haare. Also. Ja, nicht ganz so viele, oder? Ja. Du reizt aber auch, hä? Nee, so. Ich komme nicht drauf. Ehrlich? Sagen, nee. Es ist der Mann, der Sie bei der Weltmeisterschaft rausgeschossen hat. Jordan Letschkopf vom HSV. Fußball wie im Bilderbuch mit Freddy Bobic. In seinen ersten Bundesliga-Einsätzen jedes Mal ein Tor. 5 Spiele, 5 Treffer. Das gab's noch nie. Freddys Durchmarsch durch die Bundesliga. Von den Kickers zum VfB und dann gleich in die Nationalmannschaft. Und dann war da noch Lothar Matthäus. Der Schiedsrichter muss eine super Prämie bekommen vom KSC. Schweinerei ist sowas doch. So ein Beschiss doch, wer wird doch mal alles gemacht hier. Lothar war nicht zu halten und eine Fernsehnation litt mit Samuel Kufur. Jugendlich unbekümmert lief er nach einer Verletzung unangemeldet auf den Platz zurück. Gelb-rot, Platzverweis. Samuel Kufur.
Sami erlebte die ganze Härte der Fußballregeln. Und der KSC erzielt in Überzahl den Ausgleich. Durcheinander, Ratlosigkeit, irgendwie typisch bei Bayern in dieser Saison. Und dann auch die Schusseligkeit beim Einwechseln, ein Vertragsamateur zu viel auf dem Platz. Das Spiel gegen Frankfurt, auf dem Rasen zwar gewonnen, am grünen Tisch aber verloren. Ärgerlich für die Bayern. Und Eintrachts Durchhänger wurde nicht bestraft. Eintracht Frankfurt, JJ im Bus. So schön kann ein Bus sein. Ja, ja, ist okay. Ausgeschlafen und aufmüpfig. Drei Frankfurter Profis ohne Lust am Laufen. Also wenn das ein normaler Vorgang ist, dann weiß ich nicht, was in der Bundesliga noch normal ist. Weil ich aus meiner Sicht habe ich sowas überhaupt noch nicht erlebt, dass sich drei Spieler abmelden. Drei gegen Jupp, die Rebellion im Riederwald. Ich werde meinen Arbeitsstil nicht ändern. Er war hart, aber vielleicht ein wenig zu herzlich. Jupp Heynckes, er scheiterte in Frankfurt nicht ganz schuldlos. Jeboah vertrieben, Gaudino verhaftet. Für die Eintracht kam's knüppeldick. Autoschieberei, Hehlerei. Maurizio Gaudino vertraute falschen Freunden und musste für kurze Zeit sogar ins Gefängnis. Es wird wieder alles irgendwo hochsterilisiert. Oh, jetzt war verdammte Hacke hier. Also. Unsere Träume, unsere Tränen, unsere Seele, unser Lied. Schuster, 45 Meter zum Tor und es klappt. Weltklasse, einmalig, gigantisch, Bernd Schuster. Freistoß Basler. Und was macht er? Diesmal haut er drauf. Pfosten. Bremel. Hoppala. Eine super Vorlage. Und Kunz. Der Pfosten. Schau mal, Markus. Da geht's lang. War aber eh wurscht. Von innen kommt's aber. Oh, da habe ich was knistern hören. Labbadia. Zwischen die Hörner. Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, das war eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen. So große gibt's gar nicht. Andi Möller, ganz kurz, ein Fazit zum Spiel. Auf! Hau ab, Mann! Schauspieler! Andreas Möller und ein besonderer Fall des Fallens. Seine Schwalben im Kampf um die Meisterschaft brachten Otto in Rage. Die Entscheidung wieder am allerletzten Spieltag. Bremen oder Dortmund und ausgerechnet Otto Rehhagels künftiger Club. Bayern München vermasselte Werder den Titel. Zur gleichen Zeit krempelten die Dortmunder die Ärmel hoch. Der BVB schlug den HSV mit 2:0. Und damit Werder Bremen im Fernduell. Die Borussia nach 12 Jahren endlich wieder mal Meister. Ein starkes Stück Ruhrgebiet. Wir wollten noch die offizielle Meisterschafts-Laola machen. Ist das korrekt? Einmal die Hände nach vorne, von 5 runterzählen. 5, 4, 3, 2.
sind genau 10 und ich bin der Anführer so ungefähr, oder? Komm. Die Saison 95-96 aus der Vogelperspektive. Kompliment an diese Zuschauer! Standing Ovation, schauen Sie das an, das macht wieder Spaß! Nach 14 Dienstjahren an der Weser zog's Otto ins Haifischbecken nach München. Und, habt ihr alle ausgeschlafen? Rehagel, München und die Frage, ob das wohl gut geht. Ein neuer Trainer, ein neuer Ton bei den Bayern. Hier kann nicht jeder machen, was er will, die Zeiten sind vorbei. Personenkult in der Bundesliga. Und er hatte einen Namen. Jürgen Klinsmann. Erster Bundesliga-Treffer seit dem 10. Juli 89. Klinsmann und Innenpfosten. Drin. 90. Minute, Jürgen Klinsmann, 1:0. Und Jürgen Klinsmann, also. Jürgen Kahr, irgendwo zwischen Genie und Klinsmania. Mario und sein kleines Geheimnis. Mario Basler wollte weg von der Weser und das so schnell wie möglich. Ganz ruhig bleiben, Kinder. Ich habe mit dem Willi heute Morgen noch mal lange telefoniert. Wir haben uns lange unterhalten über das Thema. Und ich muss auch sagen, dass ich keine Freigabe bekomme, dass ich den Verein hier oder dass ich beim SV Werder Bremen bleiben muss, weil ich mich auch sehr wohl fühle. Hey Mario. Und ich werde mir auch. E Mario! Wie viel wollen Bremer? Nur gesagt, komm nach Italia! Sehen wir es verkehrt? Ist Wasserverkehr, wir teilen Ablösesumme halbe, so kriegen meine Schwester Sophia! Können wir weitermachen? Können wir weitermachen? Und, ja, und das war's eigentlich. Ja, grazie. Aber ne? Reicht es nach? Super Mario. Zwischen Turbosprint und tollem Ballgefühl. Mario Basler zwischen perfekt und provokant. Er legte sich in Bremen mit jedem an. Trainer, Mitspieler, sogar mit den eigenen Fans. Aber die Leute hier bescheuert sind. Das traurige Ende eines Spielmachers in Leverkusen. Bernd Schuster wird nicht mehr für Bayern 04 Leverkusen spielen. Trainer gegen Spieler, Ribbeck gegen Schuster. Der gnadenloseste Machtkampf der Bundesliga. Ich an seiner Stelle heute zu Hause geblieben. Ich finde es, muss ich ehrlich sagen, extrem unkameradschaftlich heute, hier auf die Bank zu setzen. Bernd Schuster, sein letzter Stahlpass ging zum Arbeitsgericht. Und das gab's auch in 5 Jahren ran. Leere Zuschauertribünen. So geht das manchmal beim Fernsehen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Studio ist geräumt und ich befinde mich in der verwirrendsten, eigentlich würde ich am liebsten sagen beschissensten Situation meiner Berufslaufbahn. Wir haben nämlich eine Bombendrohung und haben zur Sicherheit für die Zuschauer das Studio räumen lassen. Die stehen jetzt alle draußen vor der Tür. Ransat 1 Fußball an diesem Samstag, eine Sendung der eher ungewöhnlichen Art. Noch immer stehen wir draußen, dürfen das Studio nicht betreten. Vermutlich ist das auch besser so. Man muss diese Dinge halt ernst nehmen. Das hat ja alles keinen Zweck. Sie merken schon, wir sind wieder im Studio und es scheint den Menschen so gefallen. Der Anrufer hatte sich einen Scherz erlaubt. Als die Polizei während der Sendung bei ihm auftauchte, fand er das natürlich gar nicht mehr lustig. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen verrückt ist es schon. Und ich bedanke mich an dieser Stelle einfach mal bei all den Menschen, die so schnell hier nachgeguckt haben im Studio und ermöglicht haben, dass wir aus der Kälte wieder reinkommen. Tolle Leistung von denen, die Leute von der Polizei und von der Feuerwehr. Und wir machen dann weiter.
Mit dem Shootingstar der Saison, Sean Dundee. S wie Smiling, D wie Dauerlächeln und wenn Crocodile Dundee Fußball spielt, dann lacht das Herz und Karlsruhe strahlt mit. Die wichtigste Frage aber stellte der Meister. Alles gesund? Der eine will Pommes frites, der andere will einen Fisch zum Abendessen. Das nervt natürlich, das nervt. Dann fährt der eine mit dem Fahrrad ins Trainingslager und der andere mit dem Motorrad und der andere sitzt dann alleine im Bus. Das nervt natürlich, das nervt. Ich finde es mehr als eine Frechheit, ich finde es fast eine Sauerei. Das nervt natürlich, das nervt. Also meine Herren, ich habe keine Lust, mich immer zu wiederholen. Ja, das freut mich natürlich. Ich kann nicht, wenn mein Schiff in Schwierigkeiten gerät und wir alle, weißt du, auch aus den unteren Kabinen entdecken müssen dann, und helfen müssen, dann kann mir der Koch nicht sagen, ich kann nur die Bratpfanne halten. Da geht nichts, da saufen wir nachher ab. Mahlzeit. Nix auf der Pfanne haben, aber so einen Senf erzählen. Ich kann auch nicht in Delikatessenladen laufen, kauf mir die teuersten Zutaten zusammen und kriege noch niemals einen Eintopf hin. In München gab Reserve keine Ruhe. Bayerns Bankangestellte auf Dienstreise nach Jerusalem. Jürgen Klinsmann, dieses Spiel spiel ich nicht mehr mit. Wer bei Bayern München einen Vertrag unterschreibt, muss wissen, was er getan hat. Das galt auch für Otto. Fertig machen zum Abgesang im Spiel gegen Rostock. Nierlinger, Abpraller und nun der geballte Hanseatenschwarm im Sauseschritt. Wuselig, einmalig, Akpobori. Merz sieht Breitkreuz, der sieht Akpobori, 63. Minute, ein Zauberangriff in die völlig entblößte Bayern-Deckung zur Führung von Rostock. Früher senkte der Kaiser den Daumen, heute das Haupt. Der Kaiser kam durch die Hintertür. Franz Beckenbauers Comeback, diesmal als Präsidententrainer. Jamme, wir haben so einen schönen Tag. Jetzt reden wir über irgendwelche Balken. Aber auch ein Kaiser ist verwundbar. Lichtgestalt mit Blauschimmer. Irgendwie zeigte das Pfeilchen der Liga, auch Franz Beckenbauer hat kein Dauerlos in der Glücksspirale. Die Niederlage gegen Bremen und Bayern war raus aus dem Titelrennen. Wir haben die Meisterschaft bei den Heimspielen verloren, denn wer in der Rückrunde bei 4 Heimspielen nur 2 Punkte macht, der braucht sich nicht wundern, wenn er am Ende dann Zweiter wird. Tränenkanal Traditionsvereine. Der ist FC Kaiserslautern abgestiegen. Verunsicherte Profis verschenken Punkte, wo jahrzehntelang Topstars ganz großen Fußball garantierten. Mein Lieber, Kaiserslautern und Meppen. Eintracht Frankfurt, abgestiegen. Die mit Abstand schlechteste Abwehr der Liga stümperte dort, wo jahrzehntelang Fußball zelebriert wurde. Wenn Sie sich jetzt unbeliebt machen wollen, müssen Sie noch nach der Frankfurter Eintracht fragen, dann schmeiße ich Sie sofort raus. Mein Herz blutet. Ich leide. Borussia Dortmund war wieder auf Meisterkurs. Mit Matthias Sammer, der stürmende Abwehrchef, ein Hightech-Libro im Revier. Sammer, immer unter Strom. Deshalb nannten sie Motzki. Wissen Sie, wenn ich am Ende vorn stehe, dann können mich die Leute auch Arschloch nennen, ist mir egal. Du hast so viele Leute, die dummes Zeug erzählen, die kannst du gar nicht alle aufklären. Das schaffst du gar nicht. Wir haben so viele ruhige Spiele in der Mannschaft, wenn ich dann auch nur ruhig bin, schlaf mal ein. Borussia Dortmunds Titelverteidigung. Ein Verdienst auch von Matthias Sammer. Und ans Feiern hatten sie sich in Pott so langsam gewöhnt.
In der Saison 96-97 setzte die Bundesliga Europa ihren Stempel auf. Schalke wurde UEFA-Cup-Sieger und Borussia Dortmund gewann die Champions League. Der Fußball und eine wichtige Erkenntnis. Es gibt nur einen Ball. Wenn die anderen haben den Ball, frage warum. Eine Frage, die mir plausibel macht, warum sogar Philosophen sich mit Fußball beschäftigen. Die Bundesliga, eine Erfolgswelt. Konfuzius sagt, zweifle nicht ohne Hoffnung und hoffne nicht ohne Zweifel. Ja, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Das Gefühl hatte ich auch. Objekt. Die Bundesliga, eine Gefühlswelt. Ein Satz von Albert Camus, der gesagt hat, im Fußball habe ich alles über das Leben erfahren. Dafür gebührt ihm Dank. Ich möchte da eigentlich ein sehr schönes Indianerzitat hier verwenden. Man sollte erst über die Maßnahmen eines Menschen urteilen, wenn man einen Tag seine Mokassins getragen hat. So einen Käse habe ich überhaupt noch nie gehört. Das geht unter die Gürtellinie. Das war unterste Schublade. Die Bundesliga, eine Erlebniswelt. Fußball ist nichts normal. Heute war es ja nicht berauschend und jedem anderen Trainer wäre das Lachen vergangen. Ihr Trainer hat nur geschmunzelt kurz vor Schluss. Können Sie sich das erklären? So, mir ist aber kalt jetzt, wirklich. Boah. Bei uns entscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Jetzt habe ich vor lauter Schwätzen habe ich einen Scheißdreck zusammengefahren. So, keine Frage mehr? Nee. Die Bayern hatten zumindest am Anfang keine Antworten parat. Giovanni Trapattoni, keine Angst vor großen Namen. Mario Basler, ständig wurde er ausgewechselt. Der arme Hund. Kunstschütze Mario Basler. Er machte früh deutlich, wie er sich das mit Bayern in dieser Saison so vorstellte. Wenn man Ruhe im Verein hat, dann gibt es dieses Jahr nur einen deutschen Meister und das ist der FC Bayern München. Nur wir können es uns nur selbst kaputt machen, wenn wir mit dem Theater weitermachen, wo die Mannschaft letztes Jahr aufgehört hat. Die Mannschaft hatte Hänger und die Superstars mussten sie ausbaden. Spieler, wechsel dich. Mario Basler. Was? Ich? Ich? Kann doch nicht sein, oder? Ist aber so. Na gut, wenn's sein muss, nehme ich halt gleich den Klinsy noch mit. Nee, ohne Klinsy gehe ich nicht, wirklich nicht. In Bremen standen Klinsmann und Basler schon zur Halbzeit im Abseits. Der Trainer war unerbittlich und machte auch vor den Stars nicht Halt. Ich habe viele Devisen bekommen. Hier, auch in ihr. Für diese Situation. So wie wir heute gespielt haben, da gewinnst du nicht einmal gegen einen A-Klassen-Verein. Statt auf den Gegner ging die Bayern nun aufeinander los. Lothar Matthäus und Ruggero Riccitelli, ein kleiner Plausch auf Italienisch. Sie suchten einen Maulwurf, der Mannschaftsgeheimnisse nach draußen trug. Wir können nicht jetzt hier Lauschapparate in die Kabine einbauen oder was auch immer. Manchmal habe ich das Gefühl, da hockt einer mit dem Turmband drin oder so. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist sowas eine Charaktersache. Der Spion im Team. Er wurde immer noch gesucht. Ich weigere mich, den Detektiv zu spielen. Ja, der mit Recht, wenn immer wieder was in die Öffentlichkeit kommt, dann ist er auch ein Scheißhaufen. Ganz einfach. So, und jetzt gehe ich, jetzt habe ich Termin. Die Z1 Fuchsgala in Frankfurt. Uwe Seelers Schuss für einen guten Zweck. Eine Zugabe. Oh, das gibt es nicht! Meine Damen und Herren, das ist unglaublich! Uwe, 252.000! Das kann nicht wahr sein! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Leverkusen, im vergangenen Jahr fast abgestiegen, machte wieder große Sprünge. Der biedere Werksclub wandelte sich zum Spitzenteam. Traumfußball mit Traumtoren.
Sergio, und der semmelt den Ball rein. Er semmelt ihn rein. Ein klasse Treffer. Wo ist die Kamera? Wo ist sie? Wunderbar. Brasilianisch. Christoph Daum und seine ganz neue Bayer-Philosophie. Da ist einfach Action. Und ich glaube, für Action und Emotion stehe ich. In Köln wollte man ihn nicht. Den Offiziellen in Leverkusen kam er gerade recht. Was fällt Rainer Kallmund zuerst ein, wenn er an den Namen Christoph Daum denkt? Power arbeiten, Power. Totale Identifikation, totale Einsatzbereitschaft bis über die Schmerzgrenze hinaus. Daums Erfolgseuphorie brachte ungeahnte Gemeinschaftsgefühle. Weil wir einfach den Sieg mit allen Fasern unseres Körpers erringen wollen. Ja, der Zampano und der Jubelhansel in einer Person, Christoph Daum. Boah, ey. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, ich traue mich nicht so richtig, sie zu stellen. Aber viele haben mir gesagt, stell sie einfach mal, weil das ist so ein Eindruck, den wir haben. Der Christoph Daum hat manchmal so einen Blick, der ist so intensiv. Ja. Sind Sie verrückt? Und ich meine, Sie wissen, was ich meine. Fußballverrückt natürlich. Genial einfach oder einfach genial. Hauptsache erfolgreich. Ulf Kirsten vom Fastabsteiger zum Gewinnertyp. Dass Sie wieder treffen, das liegt an der sogenannten, an seiner Staubsaugervertreter-Mentalität. Können Sie da was mit anfangen? Ich ja, aber Sie bestimmt nicht. Können Sie es mir erklären? Nee, möchte ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Worum geht's da? Nein, das kann ich nicht sagen. Dann wenden das die anderen Mannschaften auch an und sind wir im Nachteil. Die ist so genial, diese. Wie heißt die nochmal, diese Theorie? Staubsaugermentalität. 22 Treffer, Torschützenkönig, Ulf Kirsten. Motivationsmittel, Psychotricks. Es kommt ja da immer darauf an, dass man die entsprechende Ausdauer hat und dass man sich nicht von einem, der an der Tür einen ablehnt, irgendwie abschrecken lässt, sondern zur nächsten Tür wieder geht, um nachher eben sein Geschäft zu machen. Und das ist die ganze Philosophie. Ja. Staubsauger, Fett-Philosophie. Ja. Die Vertreter der Liga ließen sich bis zum Schluss nicht mehr aus der Spitzengruppe abwimmeln. Ja, die Kleinen proben den Aufstand. 168 Zentimeter. Ruhrpott-Power. Darius Wosch, der Spieler der Hinrunde. Durch ihn bekam die graue Maus Farbe und der VfL Bochum erreichte einen Europapokalplatz. Als Belohnung rief ihn der Bundestrainer. Ich denke mal, da gibt es in der Bundesliga keinen, der so einen kleinen Mops wie den Darius, wenn der sich mal anfängt zu drehen, halten kann. Also das ist seine Spezialität und da kommt auch keiner hin. Darius Wosch, Liebling in Bochum und ein neuer Starrummel im Ruhrgebiet. Bei uns werden Sie Ihr braunes Wunder erleben. Und das hieß Jonathan Akpobori, der Nigerianer Stürmerstar am Hansa-Himmel. Und das Sonnenstudio vom Kollegen Thomas Ganzauge wurde zur Hobbythek für Fußballprofis. Ich bin braun ohne Ende. Wie oft machen Sie denn in der Woche Solarium? Für zwei, drei Mal. Jonathan Akpobori. Mit 14 Treffern verhinderte er den Abstieg von Hansa Rostock fast im Alleingang. Vom Aushilfscoach zum Cheftrainer. Joachim Löw, nach 6 Spielen Probezeit, wurde er der neue Boss in Stuttgart. Erfolg und Siege, auch dank des brasilianischen Ballzauberers Giovane Elber. Seine Tore ein Gesamtkunstwerk aus Athletik, Artistik und Ästhetik. Giovane Elber und Freddy Bobic, das Traumpaar der Liga. Nach der Saison trennten sie sich. Giovane hat Sie bedient, Sie haben Giovane bedient. So ein bisschen Wehmut dabei bei den Aktionen? Es tut weh, ja. Ja, mehr brauche ich nicht sagen, das ist beschissen. Zwischen Ihnen beiden ist alles okay? Ist alles okay. Wie immer, Pa. Ich liebe Freddy. Magischer Fußball durch Schwabenzauberer Elber, Bobic und Balakow. Der VfB in der Saison zwischen Kunst und Kritik. Wenn selbst ich Spieler beruhigen muss und dann noch Spieler vom Gegner beruhigen muss, dann muss schon sehr, sehr viel vorgefallen sein.
Die Titelträume zerplatzten an der Meckerfront. Vor allem Freddy Bobic war selten zu bändigen. Und das ist eine Unverschämtheit von so einem jungen Mann, der sich über die Reichweite so eines Verhaltens überhaupt nicht im Klaren ist. Ich spiele seit 3-4 Jahren so schon Fußball und seit 2 Monaten regt man sich drüber auf erst. Schöne Szenen aus der Bundesliga. Wer jetzt wegschaut, ist selbst dran schuld. Franz, rechts steht die Frau. Wunderschön. Goal! Genial und schön. Aber ab und zu ging auch was daneben. Im Tennis würde man sagen, unforced errors. Oh, Mann, das kann man nicht sagen, oder? Klassenziel verpasst. Für Volker Finkes einstige Musterschüler gab es in dieser Saison zu oft die Note mangelhaft. Beispiel Harry de Chevert. Dem Knipser fehlte der Strom und Freiburg ging das Licht aus. Aber das ist dann schon bitter. Das sage ich so, das ist fast ein bisschen Zynismus, wenn ich hier noch ein halbwegs lächelndes Gesicht habe. Abstieg und Sprachlosigkeit bei der Fortuna. In Düsseldorf verteilten plötzlich andere die Bonbons. König Alex musste seinen Thron räumen und die einstmals härteste Betonabwehr der Liga wurde zunehmend brüchiger. Ganz bitter für uns. Wir wussten, wenn wir heute nicht gewinnen, dann wird es sehr, sehr schwer, die Klasse noch zu halten. Der tränenreiche Abstieg für Georg Koch und Fortuna Düsseldorf. Die Borussia wollte den Titel-Hattrick und Dortmund präsentierte sich als wahrer Meister, zumindest in der Verdrängung. Paul Lambert ist gestern Abend in einen Schneesturm in Glasgow gekommen. Der Matthias Sammer wurde noch gestern gespritzt in München. Paulo Sousa ist in Paris bei seinem Arzt. Und Julio Cesar ist noch in Brasilien. Vor allem solche Gegentore brachten die Borussia aus dem Tritt und Stefan Kloß aus der Fassung. Dortmund und die Wissenschaft von Anspruch und Wirklichkeit. Die Probleme waren da, am Ende erlitt der Meister Schiffbruch. Müssen wir so ein Schlauchboot dabei haben und sich mal treiben lassen im Wasser. Ottmar Hitzfeld. Nach der Saison wurde der Trainer zum Sportmanager weggelobt. Die Meisterschaft machten andere unter sich aus. Bayern gegen Leverkusen. Der Zweikampf um den Titel. Emotionsgeladen und provokant. Ich möchte jetzt im Augenblick nicht in der Haut der Münchner stecken. Wir haben ganz viel Angst. Bayern oder Bayer. Wie immer konnte es nur einen geben. Wir wollen nach dem letzten Spieltag Meister sein. Dann müsst ihr auf Leverkusen wetten oder ist euer Geld weg. Dirk Hein und die Angst des Torhüters vor dem Rückpass. Seine Notbremse und Toni Polsters Dreierpack ließen Bayers Titelträume platzen. Jubel und ein ganz spezielles Dankeschön in München. Die Bayern führten gegen Stuttgart mit 3:2 und dann kam die Meisterkrönung. Wittecek, ausgerechnet Wittecek, 78. Minute, das muss sie sein, die Entscheidung, der goldene Schuss zur 14. Meisterschaft. Wittecek stürzt die Bayern in endlose Jubelarien.